So, und weiter geht's. Es sind gekommen Stefan Lerch, Cheftrainer des VfL Wolfsburg, und Almut Schuld, Spielführerin. Und Almut, Stefan, erstmal hallo, herzlich willkommen hier oben. Almut, du hast es ja mit Zahlen, das weiß man ja. Und deswegen beantwortest du mir jetzt sicherlich aus dem Stegreif die Frage, wann du das Soll letzte... Wie oft ist diese Frage schon gestellt worden? Also in der letzten Woche sehr oft. Okay. Das Datum war sehr alltäglich. So, aber vielleicht wissen es auch nicht alle. Wann hast du das letzte Mal im Pokal verloren? Sag's. Also ich wusste vorher nur, dass es der November 2013 war. Jetzt habe ich das genaue Datum schon im letzten Interview gehört. Der 16. November 2013 in Frankfurt am Brentanobad. 1:0, Torschützin Kerstin Garfriges. War bitter, aber wir haben ja danach dann gezeigt, dass wir es auch besser können. Genau, und das wäre die Anschlussfrage. Die hast du mit Sicherheit die Woche auch schon öfter beantwortet oder zumindest versucht. Was ist das mit dem VfL Wolfsburg und dem Pokal? Was ist das? Was ist das für eine Beziehung? Eine sehr gute Partnerschaft und auch langjährig, würde ich sagen. Ja, bis jetzt hat es immer wunderbar geklappt, egal welche Gegner wir hatten. Frankfurt, muss man sagen, hatten wir in den letzten 7 Jahren nicht. Deswegen ist es mal wieder ein heißes Eisen. Und Frankfurt hat auch zu Recht gesagt, sie sind der letzte Gegner, gegen den wir verloren haben, obwohl es damals noch der FFC war und nicht die Eintracht. Und ich finde es immer wieder schön, wenn wir im Pokalfinale sind, dass wir neue Gegner hatten. Das hat sich bis jetzt erst 2-mal gedoppelt in diesen ganzen 8 Pokalfinals des VfL Wolfsburg. Es war 2-mal der SC Sand und 2-mal Turbine Potsdam und ansonsten immer andere. Das zeugt auch von diesem Wettbewerb, dass jeder die Chance hat, den Pokal zu gewinnen. Und auch von unserer Beständigkeit, dass wir es immer geschafft haben. Und es wäre schön, wenn wir auch dieses Jahr wieder mit dem Pott nach Hause fahren. Da würde sich der Stefan sicherlich auch sehr, sehr freuen. Vielleicht kannst du aus Trainersicht mal so ein bisschen beschreiben, was macht deine Mannschaft aus, dass sie jetzt zumindest im Pokal die letzten Jahre immer so auf dem Punkt da war? Ja, also ich glaube, dass natürlich gerade im Pokal die Mentalität eine große Rolle spielt. Und da haben wir einfach auch Persönlichkeiten im Kader, die genau diese Mentalität auch verkörpern, die jetzt auch über Jahre schon für den VfL Wolfsburg auf Titeljagd gegangen sind. Und diese Erfahrungen, die helfen einem dann auch weiter. Und Pokalspiele sind immer Alles-oder-Nichts-Spiele. Und wenn man jetzt über eine so lange Zeit einfach jedes Spiel gewonnen hat, dann schafft das auch Selbstvertrauen. Und das hat, wie gesagt, finde ich, sehr, sehr viel mit Mentalität, mit Einstellung und mit diesem Siegergehen zu tun. Und das haben ganz, ganz viele Spielerinnen bei uns gelernt, die Erfahrung gemacht. Und die es halt noch nicht so kennen, die werden dann mitgetragen, auch von denen, die eben diese Erfahrung gemacht haben. Und deswegen sind wir in solchen Spielen bisher immer, glaube ich, auf dem Punkt auch da gewesen und konnten uns dann auch in den letzten Jahren dann auch immer durchsetzen. Vielleicht kannst du uns dann kurze Einschätzung zum Gegner zur Eintracht geben. Ja, wir kennen uns natürlich gut. Wir haben nicht nur die Duelle jetzt in der Liga gehabt, wir hatten auch die Duelle in der Vorbereitung gehabt. Wir haben 2-mal gegen Frankfurt im Winter gespielt. Also man kennt sich sehr, sehr gut. Man kennt die Spielerinnen, untereinander kennen sich die Spielerinnen natürlich auch. Und glaube ich, ist es jetzt nicht so, dass man sehr überrascht wird von irgendwelchen Dingen morgen auf dem Platz. Klar, legt man sich eine Taktik zurecht und da war das auch in den vergangenen Finals immer so, dass der vermeintliche, in dem Fall Außenseiter, sich immer einen guten Plan zurechtgelegt hat und darauf stellen wir uns auch morgen wieder ein. Aber so kennt man sich einfach sehr, sehr gut und Frankfurt hat natürlich auch Qualität auf den einzelnen Positionen, haben eine gute Mischung. Junge Spielerinnen, aber auch einige erfahrene Spielerinnen, auch Spielerinnen, die auch schon mal ein Finale gespielt haben. Deswegen wird das morgen, oder darauf stellen wir uns ein, erneut ein enges Duell. Und aber wir haben die Erfahrung gemacht oder haben auch schon gezeigt, dass wir enge Duelle auch können, dass wir enge Duelle auch für uns entscheiden können. Und deswegen sind wir da sehr optimistisch, auch was das Spiel morgen angeht. Vielen Dank. Eure Fragen, Marc Eschweiler hat die Hand schon oben.
Genau, hallo zusammen aus dem Radiostudio, leider ohne Kamera, aber wenn ihr mich verstehen könnt, ist ja alles prima. Mit einem Augenzwinkern hat eben Stefan Lerch ihr gegenüber Nico Arnautis gesagt, wir holen morgen den Pokal, dafür gewinnen wir eine Woche später in München und öffnen dem VfL die Tür zur Meisterschaft. Ist, glaube ich, kein Deal, den Sie so ohne weiteres annehmen, oder? Nein, also den zweiten Teil, dass er uns nächste Woche dann die Tür zur Meisterschaft öffnet, sehr gerne, das nehmen wir sehr gerne mit, aber für morgen muss ich ihn leider enttäuschen. Wir sind fest entschlossen, erneut den Pokal mit nach Wolfsburg zu nehmen. Tom Jakob. Grüße auch von mir nochmal in die Runde aus Düsseldorf. Ich grüße. Stefan Lerch, Sie kennen das Prozedere nun um das Pokalfinale und Sie sind da auch schon fast jetzt im heimisch da in dem Stadion, dürfen sich da zum wiederholten Male zum Pokalsieger krönen mit Ihrer Mannschaft. Wie viel Euphorie steckt noch in Ihnen und wie viel Wehmut vielleicht auch, denn es ist ja vorerst erstmal das Letzte. Sie werden ja in Hoffenheim die U-Mannschaft übernehmen. Wie gehen Sie an das letzte Spiel Pokal daran emotional? Ja, also im Prinzip auch, wie das in der Vergangenheit auch schon abgelaufen ist. Also wie viel Euphorie noch in mir steckt, eine ganze Menge. Und ich glaube auch überhaupt nicht weniger als im Jahr davor und in dem Jahr davor, weil es ist ein Finale. In so eine Situation, da kommt man nicht einfach so, da hat man viel investiert, da hat man viel Schweiß gelassen und man hat sich auch dann so ein Finalspiel einfach verdient mit harter Arbeit. Und das haben ganz, ganz viele hier in dem Verein. Damit meine ich nicht nur die Spielerin, natürlich in erster Linie die Spielerin, die auch die Spiele dann gewinnen, aber da gehören ja noch viel mehr dazu. Auch das ganze Staff-Team, das Team hinter dem Team, die leisten auch Tag für Tag ganz, ganz tolle Arbeit. Und dann sind das einfach besondere Spiele. Und wenn man in einem Finale steht, dann will man das unbedingt gewinnen. Es macht überhaupt keinen Sinn, ein Finale zu verlieren. Und jetzt wieder hier zu sein, hier sein zu dürfen, das ist eine Belohnung für eine harte Arbeit. Und deswegen wollen wir uns jetzt dafür einfach belohnen, für das gesamte Team. Und deswegen ist die Euphorie nach wie vor richtig groß. Für mich persönlich, ja, Sie haben es angesprochen, ist es das Letzte vorerst. Ja, ich muss zugeben, als wir jetzt wieder angereist sind, da sind schon ein paar Erinnerungen hochgekommen. Ich komme sehr, sehr gerne hierher. Ich habe das Pokalfinale aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Zum einen als Zuschauer, als ich noch in der zweiten Mannschaft vom VfL Wolfsburg Trainer war. Da habe ich das Ganze drumherum kennengelernt und habe einfach nur gesagt, wow, das ist ein Highlight, das ist etwas ganz Großes und eine enorm große Aufmerksamkeit erfahren da die Spielerinnen, die Mannschaften, die im Finale stehen und dann eben auch als Co-Trainer und jetzt als Cheftrainer und das ist etwas ganz Besonderes und eben als wir ins Stadion reingelaufen sind, also da ist auch schon bei mir wieder Gänsehaut-Atmosphäre entstanden, auch wenn die Zuschauer fehlen und die fehlen nach wie vor, aber es ist einfach was Besonderes und ich weiß, dass es jetzt auch für mich das Letzte erstmal sein wird. Das blende ich aber so lange aus, wie es eben geht. So viele ruhige Minuten habe ich nicht, aber wenn ich die habe, dann wird mir das auch bewusst. Und ich kann jetzt schon auf eine ganz tolle Geschichte zurückblicken, aber es ist auf jeden Fall noch Platz, um ja, weiter Geschichte zu schreiben und das wollen wir dann morgen natürlich. Tom Jakob nochmal. Dann würde ich eine Frage noch an Almut Schulz weiterleiten. Und zwar, die Wölfinnen haben in den letzten Jahren viele Titel geholt, viel gewonnen, viele Spiele gewonnen. Wie schafft es denn die Mannschaft, sich immer wieder neu den Hunger auf den Sieg zu holen? Also wie schafft man es immer wieder, sich neu zu motivieren und immer wieder neu anzugehen, als wäre es das erste Finale vielleicht? Ja, irgendwie muss ich über diese Frage immer wieder schmunzeln, weil jeder, der etwas Besonderes erlebt hat, der ein Projekt abgeschlossen hat, auf das er unglaublich stolz ist, wo vielleicht auch viel Druck vorhinein war, dann möchte man das wieder erreichen. Man möchte es sogar vielleicht nächstes Mal noch besser machen. Und es ist auch immer so, dass wir eine neue Mannschaftszusammenstellung haben. Es kommen Spielerinnen dazu, die gesagt haben, ich habe noch nie ein Pokalfinale gespielt, ich habe noch nie den Titel gewonnen, wie ist das? Und genau denen möchte man das auch wiedergeben und man möchte auch mit diesen Spielerinnen das zusammen gewinnen. Und wir haben auch jedes Jahr wieder eine Vorbereitung, so wie Stefan das auch gesagt hat, die schweißtreibend ist. Die ganze Saison ist viel Arbeit, es ist viel Konzentration notwendig, ins Pokalfinale zu kommen. Und
das ist jedes Mal wieder da. Und genau deswegen ist es auch das Ziel eines Fußballers, am Ende der Saison Titel zu gewinnen. Und das möchte ich auch. Ich möchte den Pokal morgen gerne wieder in den Händen halten. So wie schon häufiger, aber es wird immer wieder etwas Neues, etwas Besonderes und etwas Wundervolles sein. Marc Eschweiler? Ja, ich hätte auch eine Frage an Almut. Wie wichtig ist Ihnen persönlich dieses Spiel morgen, auch vielleicht mit Blick auf Ihre Torfrau gegenüber, Merle Froms, die zuletzt in der Nationalmannschaft Meister an die Nummer 1 war während ihrer Abwesenheit? Ist das morgen so die Bühne, die ganze Welt guckt zu, die Bundestrainerin sowieso, um auch wieder zu zeigen, hey, ich bin zurück und ich bin auch wieder bereit, die Nummer 1 in der Nationalmannschaft zu werden? Das ist völlig unabhängig davon, wer mir gegenübersteht. Ich möchte in jedem Spiel eine sehr gute Leistung abrufen. Ich möchte in jedem Spiel der Mannschaft helfen, indem ich auf dem Platz stehe oder auch wenn ich auf der Tribüne bin. Das hat man, denke ich, in der ganzen Saison gemerkt, egal in welcher Funktion. Das ist meine Leidenschaft, zu gewinnen. Und das möchte ich morgen natürlich wieder zeigen. Ich hoffe, dass mir das gelingt, aber letztendlich ist einfach der mannschaftliche Erfolg über allem. Und auch wenn ich einen Fehler machen sollte und wir gewinnen den Pokal, ist es so, dann ist es ein wundervoller Tag. Gibt es weitere Fragen? Tom Jakob. Ja, ich habe eine Frage noch gern an beide oder wer sich dazu äußern möchte. Das Spiel, das Finale der Frauen ist ja in diesem Jahr eben nicht auf einen Tag gelegt, wie auch das Finale der Männer. Gibt es da irgendwie mehr Zuspruch, mehr Fokus auf dieses Finale der Frauen, als wenn das sonst an einem Tag war? Du kannst gerne anfangen. Gute Frage. Ich finde es gut, dass es nicht auf dem gleichen Tag ist. Ich bin auch gespannt, es ist ja immer eine Delegation da, wer dann im Stadion sein wird, weil es leider bis jetzt immer so war, wenn die Finals am gleichen Tag sind, dass beispielsweise der DFB-Präsident nicht da war. Persönlich, dieses Jahr ist es auch wieder eine besondere Situation, weil wir zwei Interimspräsidenten haben, aber ich würde mich sehr freuen, wenn sie im Stadion sind und uns beehren. Und es ist ein bisschen schade, wenn nachfolgend kein Finalspiel der Männer ist, dass wir um 16 Uhr die Anschlusszeit haben. Natürlich würden wir lieber zu einer Primetime am Abend spielen, um vielleicht noch mehr Zuschauer anzuziehen. Aber es ist toll, dass wir diesen Tag für uns haben. Und ich würde mir wünschen, dass es ja vielleicht immer so ist, weil wir auch beim Champions-League-Finale festgestellt haben, dass nochmal ein anderer Fokus drauf liegt, wenn man nicht am gleichen Tag und nicht in der gleichen Stadt spielt. Und ja, ich freue mich einfach, dass uns jetzt das Privileg gegeben wurde. Wir hatten es in dem Jahr 2015 schon mal aufgrund der Weltmeisterschaft, die nachfolgend war, dass wir deswegen schon früher gespielt haben. Und ich denke, dass das eine gute Lösung ist. Gibt es weitere Fragen? Nichts zu ergänzen. Oder Stefan, möchtest du noch was dazu sagen? Gerne. Ja, also ich bin da sehr nah auch bei Almut. Also ich finde es auch gut, dass das auf jeden Fall losgelöst ist. Ich glaube schon, dass es wirklich auch der Frauenfußball verdient hat, da nochmal eine eigene Plattform dann auch zu bekommen. Genau das, was Almut gesagt hat, das ist einfach was Besonderes, wenn große Persönlichkeiten dann auch bei dem Spiel dabei sein können. Das ist eine Wertschätzung und die hat absolut jede Mannschaft dann auch verdient, die jetzt im Pokalfinale auch steht. Von daher, finde ich das eine gute Lösung. Ähnlich wie Almut das sagt, wäre es natürlich von der Anschlusszeit her vielleicht auch noch ein bisschen besser gewesen oder schöner gewesen, das noch zu einer anderen Zeit dann umgesetzt zu bekommen. Aber grundsätzlich finde ich das gut. Ich finde es auch toll, dass das, wie gesagt, wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, wie toll das hier in Köln ist. Also auch den Ort hier als Alleinstellungsmerkmal etwas ganz Besonderes geschaffen. Und genauso ist es dann eben auch mit der Wahrnehmung und mit der Aufmerksamkeit, wenn das eben auch losgelöst ist. Gibt es weitere Fragen von euch? Ich sehe keine Meldung mehr. Zwei,
drei, vier, ich eins. Ich hoffe, noch pünktlich zum Essen. Ne? Wann müsst ihr essen? Wann habt ihr Mittagessen? 13 Uhr. Das kennen wir doch, ne? Von der Nationalmannschaft. Okay, dann sage ich Dankeschön, danke an euch beiden. Danke sehr, sehr gern, dass ihr da wart. Gutes Mittagessen. Danke an die Runde, danke an die MedienvertreterInnen. Und ja, wir sehen uns alle morgen wieder um 16 Uhr live in der ARD. Bis dahin, auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss. Dankeschön, guten Appetit. Danke, ebenso. Danke.